Wien soll wieder zu einem sicheren Platz werden. Zumindest wenn es nach der Polizei geht. In den vergangenen Tagen ist es ja vermehrt zu Zwischenfällen gekommen zwischen bewaffneten Jugendlichen. Sogenannte Bandenkriege haben in Wien für Aufsehen gesorgt. Deshalb hat die Polizei eine sogenannte Schwerpunktaktion ins Leben gerufen entlang der U6, also bei den Hotspots. Chefermittler Dietmar Berger hat sich dazu geäußert und gemeint, dass diese Konflikte tatsächlich nicht alltäglich sind. Und dass sozusagen Menschen anfeuern, wie gesagt, Jugendliche bewaffnet aufeinander losgehen, das ist tatsächlich auch für die Ermittler neu. Man möchte auf jeden Fall den Frieden sicherstellen. Deshalb hat es, wie gesagt, bei der U6-Station Jägerstraße in der Brigittenau eine Schwerpunktaktion gegeben. Es hat alles angefangen mit einer Aktion im Park, im Anton-Kummerer-Park in Wien-Brigittenau. Damals ist es ja über Social Media zu einer verabredeten Aktion gekommen zwischen einer Gruppe von Syrern und auf der anderen Seite einer Gruppe der Russischen Föderation, sprich zwischen Tschetschenen. Es sind auch Schüsse gefallen, also unglaubliche Hollywood-reife Szenen, die sich damals abgespielt haben. Es sind damals auch Menschen verletzt worden, die sozusagen auch ins Krankenhaus gebracht werden mussten zu weiteren Untersuchungen. Und wenige Tage später ist es in Wien-Meidling ebenfalls zu einem bewaffneten Konflikt gekommen. Damals sind bei einem Messerangriff 4 Menschen schwer verletzt worden und es ist auch eine 9mm Hülse gefunden worden. Das alles deutet natürlich auch darauf hin, dass die Situation nicht ungefährlicher wird. Neben Pfefferspray-Messer sind auch Schusswaffen sichergestellt worden. Das bedeutet, dass die Gewalt und das Ausmaß natürlich auch eine neue Dimension erreicht hat. Die Polizei hat darüber hinaus bekannt gegeben, dass also die Gruppen um eine Lufthoheit im öffentlichen Raum kämpfen. Es geht um eine gekränkte Ehre. Einen Zusammenhang zum Drogenmilieu gibt es allerdings nicht. Diese Mitglieder, allen voran natürlich Jugendliche mit Migrationshintergrund, sind, soweit ist bekannt, in sogenannten Familienclans eingebettet. UE24 hat dazu eine Recherche veröffentlicht. Dabei sind die Fronten klar umrissen. Tschetschenen und Austrotürken tun sich hier zusammen und kämpfen gegen Syrer und Afghanen. Es geht, wie gesagt, um gekränkte Ehre, um Revierkämpfe. Allerdings gibt es hier, wie gesagt, keinen Zusammenhang zur Drogenszene. Indes hat ein neuer Zwischenfall in Wien-Favoriten, genau gesagt, ein Messerangriff auf eine verhüllte Tschetschenin am Dienstag für Aufsehen gesorgt. Sie ist mit einem Messer schwer verletzt worden. Auch diese Aktion dürfte natürlich nicht ohne Konsequenzen bleiben. Die beteiligten Personen, sprich die Rivalen, die schwören bereits auf Rache. Deshalb ist natürlich auch die Polizei nach wie vor in Alarmbereitschaft.